Willkommen bei Insanely Positive, Susanne Freiherz hier. Schiebst du immer alles auf oder erledigst du dein Zeug sofort? Du kennst ja das Sprichwort, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Doch wie viel Wahres ist da eigentlich dran? Das Sprichwort klingt ja schlüssig. Was ich heute erledige, habe ich morgen weniger zu tun, beziehungsweise was ich heute liegen lasse, muss ich morgen erledigen und habe somit morgen mehr Stress, weil mehr zu tun. Doch wie oft hattest du wirklich schon einen stressfreien Tag, weil du am Vortag schon so viel im Voraus erledigt hast? Ist es nicht meist so, dass du am Vortag bis zur Belastungsgrenze oder darüber hinaus werkelst und am nächsten Tag noch immer so viel zu tun hast, dass es kaum schaffbar ist? Vorausarbeiten und alles ins Heute stopfen funktioniert irgendwie nicht so gut, wie wir manchmal glauben. Ist also Aufschieben eine bessere Lösung? Nicht so schnell. Eine immer alles auf den letzten Drücker Einstellung, die sich durchs ganze Leben zieht und blind über jeden Tag gestülpt wird, ist sicher auch nicht der Schlüssel zu optimalem Timing und zu Erfolg. Weder alles bis zum letzten Drücker aufschieben noch alles in einen Tag hineinzustopfen, ist die ideale Einteilung von deiner wertvollen Zeit und deiner wertvollen Energie. Alles hat seine Vor- und Nachteile und seinen Platz. Wie können wir die Vorteile eines gezielten Aufschiebens nützen, damit wir effizienter und entspannter unser Zeugs erledigen können? Schlaf einfach mal drüber. Je komplexer oder emotionsgeladener ein Thema ist, umso mehr Sinn macht es, sich nicht in der Hitze des täglichen Arbeitsgefechts drum zu kümmern. Der Stressfaktor einer komplexen Aufgabe oder einer mühsamen Kundinnen-Kundenanfrage oder eines verzwickten Problems verblasst über Nacht, denn das brave, geniale Menschengehirn schläft nicht so wirklich, sondern ordnet und strukturiert, und im Schlaf finden wir dann Lösungen für unsere Herausforderungen. Und am nächsten Tag erledigen wir unser Zeugs schneller und qualitativ besser. Wir haben die Lösung im Schlaf ausgearbeitet. Und so manche Dinge haben sogar die Höflichkeit, sich ganz von selbst zu erledigen, oft sogar innerhalb eines Tages. Die Zeit selbst kann uns viel Mühe und Nerven ersparen. Das ist sehr praktisch, dieses Konzept von Zeit. Und immer wieder ist es wunderbar erstaunlich, dass sich Dinge tatsächlich auch mal von selbst erledigen. Eine andere Sache, die sehr, sehr hilfreich sein kann, ist, plane Zeit für Ungeplantes ein. Unvorhergesehene, also zusätzliche Dinge, tauchen irgendwie ständig auf, oder? Sie bringen unseren schönen Ablauf durcheinander und erzeugen Stress. Es ist schon irgendwie erstaunlich, wie sich unsere Kollegen, Kolleginnen, Kunden, Kundinnen, rote Ampeln und alles übrige Zeugs im Leben einfach nicht an den von uns akribisch geplanten Ablauf halten, oder? Ja, und daher macht es Sinn, den Tag nicht bis oben hin voll zu stopfen, sondern ganz fix Leerräume einzuplanen, die dann gerne das unvorhergesehene Zeugs einfach in sich aufsaugen. Und so vermeidest du Stress und Zeitdruck. Solltest du dann mal einen dieser schon fast ausgestorbenen Arten von Tag erleben, an denen alles läuft wie am Schnürchen und nichts dazu und dazwischen kommt, dann kannst du in den Freiräumen Zeugs von morgen vorziehen und dann hast du wirklich vorausgearbeitet und erlebst morgen dann eine tatsächliche Entlastung. Die nächste Sache, die sehr hilfreich ist, ist Prioritäten zu erkennen. Das bedeutet, stürz dich nicht sofort auf jedes Mail und jedes Problem, sobald es auftaucht. Unterbrich deinen Arbeitsfluss und Tagesplan nur in echten Notfällen. Alles, das kein Notfall ist, kann auch einen Tag lang warten und morgen als Aufgabe eingeplant werden. Beim ersten Hingucken
erkennen wir nicht immer gleich, ob es wirklich so wichtig ist, wie es scheint. So manche Banalität verkleidet sich gerne und geschickt als absoluter Notfall. Schau also immer genau hin. Atme durch. Bewahr einen klaren Kopf und entscheide erst dann, ob dieses Zeugs tatsächlich sofort deine Aufmerksamkeit braucht oder ob es auch noch später in einem deiner eingeplanten Lufträume heute oder morgen erledigt werden kann. Und dann noch ein letzter Tipp. Erledige, was du für diesen Tag eingeplant hast und tanke dann Energie für den nächsten Tag. Mach also im wahrsten Sinne des Wortes Feierabend. Feiere innerlich, dass du dein Zeugs erledigt hast und widme dich der wichtigsten Aufgabe des Feierabends. Erhol dich und verbring Zeit mit deinen Lieben. Wenn du dich nicht völlig verausgabst, dann geht der morgige Tag viel leichter von der Hand. Du startest nicht völlig erschöpft in den neuen Tag, sondern ausgeschlafen, voller Energie und mit einem klaren Kopf und kannst mühelos deine Prioritäten setzen, das ungeplante Zeugs entspannt jonglieren und am Abend die Tatsache feiern, dass du die für dich passende Balance zwischen alles in einen Tag stopfen und alles kann auf morgen warten gefunden hast. Gratuliere dir, dass du deine wertvolle Zeit und Energie mit Cleverness und mit Sorgfalt einteilst. Danke dir und euch fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal und bis dahin freu dich und strahl. Schluss mit dem Stimmungstief, denn das neue Normal ist insanely positive.